Hamburger SV gegen Bayern München. Ohne Frage ein Klassiker. Aber ein Klassiker, der vor allem von seiner Geschichte lebt, Buschi. Ja, Wolf, was haben die beiden sich früher für Duelle geliefert? Das war mal die wichtigste Partie in Fußball Deutschland. Die Zeiten sind allerdings im Moment vorbei. Ein paar Worte zum FC Bayern, Buschi. Schauen wir mal kurz auf den Saisonverlauf. Das sieht, sagen wir mal, durchwachsen aus. So wird es schwer, sich für den Champions Cup zu qualifizieren. Aber es ist noch Zeit. Und klar, eine wichtige Aufgabe kommt heute Robert Lewandowski zu. 8 Tore hat er in der Liga jetzt schon auf dem Konto. So gut ist kein anderer. WM 74, WM 2006, Europacup-Finale. Also dieses Stadion hat im Grunde alles durch. Und dazu gehört auch eins der legendärsten Spiele der deutschen Fußballgeschichte. Es war im Juni 1974 das große Duell West gegen Ost, BRD gegen DDR, das die DDR damals für viele überraschend mit 1:0 für sich entschied. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. So gehen es die Bayern also heute an. Auf der anderen Seite sehen wir heute die gleiche taktische Aufstellung. Das ist ebenfalls ein 4-5-1, auch sehr offensiv ausgerichtet. Das kann uns ja nur recht sein. Die Saison 2014-2015 für den HSV lief sie alles andere als gut, Buschi. In einem Wort, chaotisch. So viel sich die Hanseaten vorgenommen hatten, so wenig konnten sie am Ende umsetzen. Enttäuschend, natürlich, vor allem für die Fans. Das sieht gut aus. Das wird jetzt Abschluss geben. Da ist Martinez da, Ball abgefangen. Robin. Robin! So, geht ja gleich gut los hier. Frühes Tor, das wird interessant hier. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Aber was willst du da machen? Du willst ja irgendwie das Gegentor verhindern und dann passiert's. Nicht wirklich überraschend, dass der FC Bayern hier führt. Jung. Holtby. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Verteidigt er den Ballbesitz. André Hahn. Wird's jetzt gefährlich? Holtby. Jetzt wird's gefährlich. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Und mit diesem Treffer haben sie den Ausgleich. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jetzt müssen sie aufpassen. Sakai. Und der Ball wird weitergeleitet. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Robben am Ball. Die Bayern im Vorwärtsgang. Klasse Technik. Ekdal. Buschi, die Bayern für dich hier heute auch der klare Favorit. Da schließe ich mich den Experten und natürlich meinem Kollegen Wolf Fuß an. Jetzt ist er durch.
Schuss! War das eng! Gute Flanke. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Hier sehen wir noch mal, wie er den Ball unter die Latte zimmert. Unwiderstehlich. Und vor allem unhaltbar. Da ist nichts zu machen. Holtby. Und Müller. Und das ist der Ballverlust. Ekdal. Bobby Wood. Philipp Kostic. Er lässt sein. Kostic! Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Und jetzt die Chance. Fällt das Tor doch noch? André Hahn. Macht er ihn! Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Da steht die Abwehr sicher. Riesenchance für Lewandowski. Das ist ein Eckball für die Bayern. Ecke kommt rein. André Hahn. Kostic. Robben jetzt am Ball. Was macht er? Und das gibt Eckball. Kimmich führt aus. Da können sie erstmal klären. Thiago Alcantara. Voller Einsatz. Einfacher Ball hier für den Torwart. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Die erste Hälfte war spannend. Durchgang 2 hat begonnen. Ekdal. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Das könnte gefährlich werden. Das sieht gut aus. Da ist die Flanke. Alaba kann hier klären. Wichtig. Und Müller. Achtung jetzt. Und jetzt Thiago. Robben, das ist die Chance. Eine echte Prüfung war das für ihn natürlich nicht. Nee, das war mühelos. Das war kein guter Abschluss. Den Ball leitet er weiter. Diekmeier. Damit hat keiner gerechnet. Der Außenseiter liegt vorne und so langsam ist der Sieg greifbar, Buschi. Ja, das Spiel ist fast vorbei, Wolf. Und dann sind eben auch die Analysen. Tolles Zuspiel. Wird's jetzt gefährlich. Und da hat er Platz. Danke. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Jetzt vielleicht. Und das Tor! Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Manchmal gehört auch ein bisschen Glück dazu. Der Ball erst an den Pfosten und dann ins Tor. Ja, er zielt fast zu genau, aber so ist es ein unhaltbarer Abschluss. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Diekmeier. Gutes Pressing jetzt. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Holtby. Klasse Pass. Da müssen sie aufpassen. Da ist die Flanke. Tja, das war keine gute Flanke. André Hahn. Bobby Wood. André Hahn. Da zieht er ab. Und der Block hier von Boateng. Ball bei James. Da geht er dazwischen. Sieht gut aus, Lewandowski. Jung.
Coman. Was für ein Tor! Der Treffer hier aus kurzer Distanz, das ist dann am Ende kein Problem für ihn. Das Tor kommt jetzt doch ein bisschen überraschend, für mich jedenfalls. Ja, sie waren bisher klar unterlegen. Aber wer weiß, so ein Spiel kann sich ja schnell drehen. 3:2 also. Da ist alles drin. Thomas Müller. Lewandowski. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jung. Und Javi Martinez. Rudi. Müller kommt. Weg ist der Ball. Das macht er gut. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Oh, das könnte es sein. Der passt ganz genau. Pfosten und dann ins Tor. Da der Glück beim Abschluss. Ja, der Ball hat den Pfosten noch berührt. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Bobby Wood. Das könnte gefährlich werden. Ekdal. So langsam wird es gefährlich. Jetzt können sie gleich den Ball einwerfen. Philipp Kostic. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Er macht den Elfer. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen. Überzeugend verwandelt. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau. Nicht selbstverständlich. Die Verantwortlichen dürften zufrieden sein. Sie liegen vorne mit dem Wechsel. Will man nun sicher auch für Absicherung sorgen. Bobby Wood. Rodriguez. Der Ball weg, Fehlpass von James. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Das könnte eine Gelegenheit werden. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Luis Holtby. Da kann er ihn stoppen. 1 Minute noch. Und da ist der Ball wieder weg. Das Spiel ist vorbei, der Schlusspfiff ist ertönt.